Atomkraft ohne Risiko? In letzter Zeit war ja oft vom Thoriumreaktor die Rede, dem Flüssigreaktor. Könnte der tatsächlich wieder eine Renaissance der Kernkraft bedeuten? Ja, der Philipp Duss aus der Schweiz hat mir Folgendes geschrieben. Mich würde Ihre Meinung zum Thorium-Flüssigsalzreaktor interessieren. Ich habe da bereits einige Dokumentationen gesehen und frage mich, ob es mit diesem Reaktor nicht auch möglich wäre, alle unsere hochradioaktiven Abfälle einfach reinzuschmeißen und sie zu schwach radioaktiven Abfällen transmutieren zu lassen. Meiner Meinung nach könnte der Flüssigsalzreaktor unsere Energieprobleme auf umweltschonende Weise lösen und das auch in naher Zukunft und nicht so wie die Fusionskraft erst in 20 Jahren. Meine konkrete Frage, könnte der Thorium-Flüssigsalzreaktor unser Atommüllproblem lösen? Nun, bei den Reaktoren, die wir momentan betreiben, da haben wir es mit Reaktoren zu tun, wo Brennstäbe, also Stäbe, die voller Material sind, radioaktivem Material, das zerfallen kann, in Wasser gekühlt wird und dabei wird eben die Energie wird umgesetzt und daraus wird letztlich Wasserdampf gemacht, der dann über die Turbinen geht. Nun sind natürlich die Brennstäbe irgendwann zu Ende, also wäre ein idealer Reaktor natürlich einer, der seinen Brennstoff selbst erzeugt, also die ganze Zeit aufgrund von kernphysikalischen Veränderungen immer wieder aufs Neue genau den Brennstoff erzeugt, den man braucht. Das wäre schon mal schön, ne? Das wäre schon mal einer. Der Thoriumreaktor ist nun einer, da ist Thorium drin, das ist schwach radioaktiv, da braucht man am Anfang eine Neutronenquelle, irgendwie eine starke Neutronenquelle. Zum Beispiel Uran-235, also Uran hat immer 92 Protonen, aber eine völlig unterschiedliche Anzahl von Neutronen. Und dieses 235 ist die Anzahl aller Kernbausteine, aller, also Protonen und Neutronen. Und je nachdem, wie viele Neutronen drin sind, zerfällt das Uran mal schneller, also gibt es mal eine stärkere Neutronenquelle oder eine schwächere Neutronenquelle. Man nehme also eine starke Neutronenquelle, das kann auch Plutonium sein oder irgendwas anderes, aber wichtig ist, am Anfang muss das Thorium ja initial, es muss aktiviert werden, denn von alleine, wie gesagt, ist es schwach aktiv und das geht nur mit Neutronen. Warum? Ach so, weil die Neutronen elektrisch neutral sind, deswegen können die in einen Atomkern eindringen. Im Gegensatz zum Proton, das Proton ist positiv geladen, wenn ein Proton zu nah an einen Atomkern kommt, wird es ja eben abgestoßen. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ja ab. Also mit Protonen kommt man in den Atomkern nicht rein, es geht nur mit Neutronen. Also wenn dann aber mal so Thorium von einer starken Neutronenquelle, wie zum Beispiel im Uran oder im Plutonium, aktiviert worden ist, dann zerfällt das Thorium interessanterweise in ein Uran-233. Das ist ein schwacher, aber eine Neutronenquelle. Und die ganze Zeit läuft jetzt der Reaktor mit genau diesem Stoff ab. Uran-233 aktiviert Thorium, Thorium zerfällt, dabei wird Energie frei, dabei und so weiter. Das sieht eigentlich aus wie so ein Perpetuum mobile. Ist natürlich Blödsinn, weil Thorium wird verbraucht. Es muss also Thorium auf jeden Fall nachgeliefert werden. Thorium, wenn man jetzt mal an den idealen Kernreaktor denkt, ist ein toller Stoff. Der ist 2 bis 3 Mal häufiger als Uran. Man braucht gar nicht so viel und es ist aber auch viel davon da. Wunderbar, eigentlich klasse. Da könnte man ja auf geologische Zeiträume womöglich hin die Menschheit mit Energie versorgen. Schön. Jetzt bräuchte man aber gerne noch einen Reaktor, bitteschön. Nicht nur, dass der seinen Stoff selber erbrütet, sondern wäre auch nicht schlecht, wenn er sich selber reguliert. Bei diesen ganzen Kernkraftwerken, die momentan auf der Welt laufen, gibt es immer das Problem, wenn die zu heiß werden, dann können die explodieren. Wie wäre es denn, wenn ein Reaktor, wenn er zu heiß wird, in seiner Reaktivität, also in seiner Aktivität, in der Zerfälle, sich einfach selbst moderiert, sich also selber praktisch abkühlt. Wenn er zu heiß wird, dann geht die Reaktivität wieder runter, es gibt weniger Zerfälle, es wird weniger Energie frei, dadurch geht die Temperatur wieder runter und der Reaktor kann wieder weiter betrieben werden. Das wäre doch toll. Also eine Anlage, die nicht nur den Stoff, den es erzeugt, selber weiter und weiter und immer wieder aufs Neue erzeugt, solange es nur von draußen immer neues Material reinkommt, sondern zugleich auch noch das ganze Ding sich praktisch passiv sichert. Es kann gar nicht passieren, sobald es zu heiß wird, fängt die Anlage an und geht in ihrer Aktivität runter. Perfekt, wäre doch toll. Und in der Tat gibt es eine Kombination von Thorium, das ist ja die Sache mit dem Brüten, Erbrüten oder Brüten, Erbrüten, und einem Flüssigsalz, nämlich Fluoriden. Wenn man Thorium in so einem Flüssigsalz einsperrt
Und nun dieser ganze Vorgang der Energiefreisetzung, dadurch, dass die Neutronen das Thorium aktivieren, das Thorium zerfällt in Uran und so weiter, wenn man also diesen ganzen Kreislauf anlaufen lässt und es wird jetzt wärmer und wärmer, ja, dann geht die Dichte vom Thorium einfach runter. Dadurch, dass die Dichte runtergeht, weil die Flüssigkeit sich ja bei der Erwärmung ausdehnt, geht die Aktivität runter. Und der ganze Reaktor kann sich immer wieder moderieren, kann sich dämpfen. Also kann eigentlich gar nichts passieren. Gut, man müsste jetzt also Fluoridsalze bei 650 Grad Celsius in so einem Kreislauf betreiben. Und da man natürlich ständig Abfälle hat, müssen die irgendwie aus dem Kraftwerk rausgebracht werden. Das sind Fluoridsalze. Kann man sich schon vorstellen, auf was das jetzt hinausläuft. Wieso hat man eigentlich so eine Anlage bis heute nicht gebaut? Hat man. In Hamm-Üntrop. 1985 hat man den schnellen Brüter in Hamm-Üntrop eröffnet. Halt! Der Reaktor von Hamm-Üntrop war kein gescheiterter Flüssigsalzreaktor, sondern nur ein gescheiterter Thoriumreaktor. Außerdem war er als thermischer Brüter geplant, nicht als schneller Brüter. Er hat aber keine nennenswerten Mengen erbrütet und außerdem hatte das, was er erbrütet hat, gleich wieder verbraucht. Das war also ein richtiger Fehler von mir. Tut mir leid. 4 Jahre später hat man ihn wieder zugemacht. Ja, das Reaktorkonzept des Thoriumreaktors hat sich einfach nicht bewährt, kann man sagen. Erstens mal, es entsteht dabei Tritium. Das ist ein Wasserstoffisotop, ein Wasserstoffatomkern mit 2 Neutronen. Das ist radioaktiv und das kann man praktisch gar nicht halten. Das geht durch sämtliche Ritzen durch. Man muss also die Anlage extrem sichern. Zweitens haben sich die radioaktiven Abfälle, die dabei entstehen, doch nicht als so harmlos erwiesen, sondern sind stark strahlend. Und drittens gibt es Probleme mit der Korrosion. Ja. Denn also da, wo das Material abgeflossen ist, dieser Flüssigsalzreaktor muss ja ständig neu beladen werden mit neuem Material, da, wo es abgelaufen ist, gab es Korrosionsprobleme. In der Summe gab es so viele technische Probleme, dass man den schnellen Brüter, unter anderem auch unter dem Eindruck des Unfalls von Tschernobyl in 1986, dann 1989 zugemacht hat. Summa summarum kann man heute sagen, dass alle Untersuchungen an neuen Kraftwerkskonzepten, was den Thoriumreaktor betrifft, bis heute alle negativ ausgefallen sind. Erst unlängst hat die Regierung von Norwegen eine große Untersuchung dazu veröffentlicht und hat gesagt, wir werden keinen bauen. Aber mal, um auf die Ausgangsfrage von dem Philipp Duss zurückzukommen. Es ist nicht so, dass diese Art von Reaktoren, selbst wenn wir sie heute hätten, unser Abfallproblem lösen könnten. Man kann in einen solchen Reaktor nicht alles reinschmeißen. Kann man nicht. Von Transmutation, also der Veränderung der Atomkerne durch Neutronenfluss, kann nicht die Rede sein. Also diese Reaktoren würden unser Atommüllproblem nicht lösen. Und das ist und bleibt nun mal das ganz große Problem, denn wenn radioaktive Abfälle, egal wie radioaktiv sie sind, in die Hände von Übelmännern fallen, Terroristen und so weiter, dann möchte man sich nicht vorstellen, was damit angestellt werden kann. Die technischen Probleme der Reaktoren sind groß, die ethischen Probleme der Kernkraft sind sehr groß und wenn man sich mal überlegt, was machen wir eigentlich in den Kernkraftwerken? Wir setzen die stärkste Kraft im Universum frei, um Wasser heiß zu machen. Ich denke, wir könnten was Besseres machen.